Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dark Souls mit mir, Levitan 2. Und auch noch mit dabei ist die... Mrs. Zocker Engel, Hallöchen. Gut. Neu ausgerüstet und mit neuem Mut gehen wir wieder den Versuch starten, Ornstein und Smurf zu besiegen. Und hat mein Hund ist auch dabei. Hat ja die letzte... Der liegt neben mir und wünscht dir ganz viel Glück und drückt dir die Pfoten. Okay, was ist dein Hund? Eher ein Ornstein oder eher ein Smurf? Eher ein Ornstein. Okay. Da warten wir noch auf die Plattform, die uns abholen kommt. Das ist so wie mit dem Bus. Die kommt nie genau richtig. Es gibt in WoW, wenn ich das mal so erzählen darf, da gibt es ein Raid. Und wenn man da muss man auch so einen Aufzug fahren. Und es gibt lauter Leute, die durch einen Bug durch den Aufzug gestorben sind. In den Statistiken steht dann gestorben beim Aufzugboss. Also da heißt dann wirklich so Aufzugboss, weil da alle möglichen Leute dauernd daran gestorben sind, weil sie den Aufzug runtergefahren sind. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es auch bei Left 4 Dead, aber das habe ich nur in einem Video gesehen. Ich habe Left 4 Dead noch nie selbst gespielt. Nee, ich auch nicht. Ist nicht so was für mich, aber das habe ich auch schon bei anderen Spielen gesagt und zock die nun. Ja, wäre vielleicht mal was für ein Let's Play Together. Oh. Ich meine, basiert ja alles auf dem Koop-Spielen. Ja, klar. Oder Far Cry gibt's ja auch so als Koop. Also du meinst das Neueste? Ja, genau, das Dritte. Nein, mach's nicht. Ich habe mit meinem Bruder den Koop vom Far Cry versucht. Okay. Probier's nicht. Also, ich war nicht überzeugt mit den paar Spielminuten, die ich da verbracht habe, weil mehr habe ich auch nicht ausgehalten. Ja, klar. Ich glaube, das Spiel ist generell nichts für mich. Oh. Ja, das Spiel selbst, der Singleplayer-Modus, das, was ich gesehen habe, war sehr interessant. Ich habe Let's Plays davon geguckt, da fand ich es interessant, aber ich habe es angeguckt und dachte mir so, okay, das könnte ich aber nicht spielen. Ja. Nein, jetzt habe ich gerade wieder die Nachricht gekommen, dass der schwarze Augapfel erbebt. Okay, das heißt so viel wie das Spiel will uns wieder darauf aufmerksam machen. Oh, hast du das gesehen? Aua. Das Spiel will uns wieder darauf aufmerksam machen, dass wir die Feuerhüterin noch nicht gerecht haben. Ah, das könntest du doch auch vielleicht probieren mal. Nee, weil ich kann ja immer noch nicht gut blocken. Meine Verteidigung ist ja immer noch nicht besser als vorhin. So. Der weicht aus. Die Trantüte weicht aus. Go, go, go. Aber hey, komm mal, du machst schon mal mehr Schaden als vorher. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, aber auch 3 Schläge hineinplatziert. Oh, ja, lieber den Ornstein zuerst. Weil eigentlich, wie gesagt, wäre ich daran interessiert... Oh Gott, ich komme hier nicht weiter. Dann lieber hier durch. Eigentlich wäre ich daran interessiert, den Smurf zuerst zu töten. Aber... Das ist sozusagen... Nachher wird es nur schwerer. Deshalb, ja klar, aber dafür kriegst du ja dem Ornstein wahrscheinlich seine Rüstung wahrscheinlich. Ja, aber das ist mir jetzt nicht wert. Ich kriege auch noch andere gute Rüstungen im späteren Verlauf des Spiels. Ja gut, das weiß ich ja nicht. Es gibt ja nicht nur seine Rüstung, die gut ist, deshalb versuche ich es jetzt mal auf die einfache Methode, dafür schaffen wir es dann wenigstens auch, hoffe ich. Hoffentlich. Oh, da kam ein Hammer von oben. Oh, aua. Dum, dum, dum. Hier hast du Nadel und Faden. Das bringt ja nichts, ich habe schon nie an Cat im Hintergrund laufen gelassen. Oh Mann. Nee. Aber echt jetzt. Aber es sieht schon besser aus. Ja, du machst zumindest mal mehr Schaden. Hm. Zumindest bin ich mal schneller im Schaden machen, ja. Genau. Das heißt, ich könnte gewinnen. Ich könnte gewinnen. Hey, ich könnte gewinnen. Das könntest du auch vorher schon, aber es hat nicht geklappt. Ja, weil die einzige schnelle Waffe, die ich hatte, ein Blitzeator war. Und das bringt ja bei Ornstein wahrscheinlich nicht so viel, da er selber mit Blitz angreift. Ja, genau. Ich hab's, glaube ich, gar noch nicht ausprobiert, aber der Vermutung bin ich auch nachgegangen. Deshalb eben. Ich denke, hier bin ich mit dem Feuerelement des Quellachs Furienschwert sicher besser dran. Ja, hoffentlich. Sonst wäre es irgendwie doof. Auch schön wäre es, wenn ich jetzt schon die Axt des Eisengolems hätte. Hätte ich auch machen können.
Aber. Ich hätte länger Seelen farmen müssen, damit ich eine große Axt, glaube ich sogar, auf Level 10 bringe. Dann könnte ich die machen. Und das Schöne ist, dass die Axt des Eisendämons, die kann einen Fernkampfangriff. So einen Luftschnitt. Also die schwinge ich und dann gibt es einen Windschnitt, der aus der Entfernung trifft. Und das wäre hier aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber ich denke, die Axt des Eisendämons wäre zu schwer und zu langsam, um hier effektiv genutzt zu werden. Ja, hoffen wir das halt, dass es so klappt. Hoffen wir, dass es so klappt, ja. So, sieht aus, als komme ich diesmal durch, ohne überhaupt Schaden zu nehmen. Ja, wuhu. Das heißt schon mal Gutes. Das heißt nämlich, dass ich mit allen Leben gegen die Bosse antreten darf. Ohne einen. Ornstein kommt schon. Nee, na doch, also, aber mit normaler Geschwindigkeit. Ist schon mal besser. Los, Angriff. Nicht Angriff. Autsch. Abhauen. Ah, das ist eine blöde Kamerasteuerung, da man jetzt hier Ja. nicht richtig alle im Blickfeld haben kann. Ja, Nicht gut, immer. ich gebe jetzt mal der Kamera. Steuerung, Respekt, das sowieso immer schwer ist, in einem Spiel zwei Gegner gleichzeitig im Bild zu haben, vor allem wenn sie sich so weit voneinander entfernt befinden, wie jetzt die beiden Typen hier. Weil ich bin Dementsprechend. jemand, ich kann zum Beispiel nicht aus der Ich-Perspektive spielen bei einem Spiel. Ich muss immer ganz, 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 ganz weit rausscrollen. Das musste ich in WoW auch machen. Da musste ich mir extra ein Add-on runterladen, dass ich ganz weit rausscrollen kann, sonst habe ich immer den Überblick verloren. Nee, das geht hier eigentlich schon. Es ist halt wirklich, ich sehe, wenn ich mich auf den Ornstein konzentriere, den nicht, was der Smurf macht. Das ist das Problem. Der demoliert wieder. Der demoliert wieder alles. Ich habe ja kein Problem damit, wenn er mit seinen normalen Schlägen die Sachen demoliert. Nur wenn er angerast kommt. Genau, wenn er da seine, keine Ahnung, seine Raserei einsetzt, dann. Oder die Arschbombe. Ja, die Arschbombe setzt er auch nur ein, wenn er nah ist. Dementsprechend. Die Raserei ist eigentlich wirklich das, was ich hier gegen die Säulen laufen lassen muss, sonst habe ich hier schlechte Karten. Und es sieht nicht so aus, als kriege ich sie diesmal in die Wand hinein. Übrigens Aber ist die Musik, die ich hier find's spielt, extrem witzig. Der Smurf hat episch. voll den kleinen Kopf. Ja, du weißt nur nicht, ob seine Rüstung einfach so aussieht oder ob er darunter auch so aussieht. Das ist jetzt natürlich auch noch eine Frage. So. Ja, jetzt habe ich das Wand. Wand und zwei Ritter, die mir da hinterher folgen. Ich habe immer noch so gut wie keinen Schaden gemacht. Nein, not really. Und eben, wie gesagt, wenn ich mal einen der beiden tot habe, dann bin ich schon viel weiter. Aber andersrum natürlich wiederum, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Das wäre ich auch gern. Naja, wenn nur das Wörtchen wenn nicht wäre. So, du läufst wieder gegen die Wand. So ist mir die. Ja, cool, er macht zweimal die Anlaufattacke gleichzeitig und in seinem Schatten kommt noch der Ornstein. Ich liebe solche Combo-Angriffe. Achtung, ich glaube, gleich kommt von links der. Genau. Ja, der kam auch. Smurf, Alter. Ach Gott, ey. Vielleicht doch mal echt probieren mit Smurf. Einfach mal nur, um's probiert zu haben. Ich habe eher eine andere Idee, die ich gerne versuchen möchte. Okay. Beide aus dem Blickwinkel lassen und einfach nur hier hinten nach hinten rennen. Dann sollte der erste, der mir nachkommt, eigentlich Ornstein sein oder halt auch nicht. Also wirklich mal versuchen, mit Geschwindigkeit wegzurennen, sodass nur der Drachentöter mir nachkommt. Dann sollte nämlich ich gute Chancen gegen den dafür haben, mal so eine kleine Jetzt. Runde gegen den alleine kämpfen zu können. Ja. Gut, dann wieder so. Man muss halt immer schauen, dass mir der Ornstein nicht irgendwie voll in den Rücken fällt, wenn ich ihn nicht. Ja, genau so. Das Wenn ich tut ihn mal. sonst weh. Oh, da habe ich den Hammerschlag abgekriegt. Ich mag die Bosse nicht. Es ist Sind immer. die alle so fies? Nee, ne? Nein, es ist wirklich nur das Problem, dass man hier halt zu alleine gegen zwei Bosse kämpfen muss, was in
das Kampfsystem von Dark Souls ist sehr auf Duelle ausgerichtet, also ein Charakter gegen einen Gegner. Und du kriegst allgemein richtig Probleme, wenn du es versuchst, mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufzunehmen. Und wenn es nur der kleinste elende Schurke ist. Ornstein beamt sich hier ein bisschen durch die Arena. Und wenn du jetzt halt zwei Bosse gleichzeitig besiegen musst, dann kriegst du allgemein extrem große Probleme. Mhm. Deshalb sind eigentlich auch diese Bosse extra schwer. Gott, oh Gott, oh Gott. Merk's. Und das andere ist halt, ich könnte ja auch die Angriffe verteilen auf beide, also die Gelegenheit nutzen, wenn ich sie kriege, einen Boss einzugreifen. Aber wie gesagt, nachdem ich den einen getötet habe, regeneriert der andere sowieso wieder seine Leben. Deswegen ist es ja schwachsinnig, unnötig Energie zu verschwenden. Genau. Oder Ausdauer. So, jetzt habe ich den. Machst mir nicht so viel Schaden, dass ich Angst davor haben müsste. Ich muss nur schauen, dass ich wieder wegkomme, bevor der dein großer Freund kommt. Ja, ich glaube nicht, dass das eine der Runden ist, die ich gewinnen werde. Ich glaube es auch nicht. Aber es wird eindeutig eine der Runden sein, die ich länger überlebe als sonst. Go, 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 go. Ich habe dem Ornstein schon fast die Hälfte seiner Leben geraubt. Plus er deine auch. Er hat schon weit über die Hälfte meiner Leben geraubt. Außer man... Nee, gut, er hat noch nicht die Hälfte meiner Leben geraubt. Aber gemeinsam mit Smurf hat er's. Komm. Es geht wirklich nur darum, dass wenn ich mal den Ornstein down kriege... Ah! Oh Gott, das war aber. Da kam Hammer von hinten. Ihn in den Arsch jetzt schlagen. Ich muss ja wirklich den Smurf in eine Säule hineinlocken. Damit ich hier freies Spielfeld habe gegen den Ornstein. Das sagt man so einfach und dann klappt's nicht. Ja eben, das ist das Problem, das ich momentan noch mit der ganzen Strategie habe. Weil der Ornstein möchte natürlich auch nicht alleine gegen mich kämpfen. So, da hatten wir wieder einen Riesenhammer im Hintergrund. Mein Hund schaut dir auch schon ganz gespannt zu. Ja, das ist auch ein Kampf, der mein Herz zum Rasen bringt. Oh. Aber hey, du lebst immer noch. Ja, ich lebe immer noch. Du hast noch nicht durchgehalten. Das ist schon mal eine gute Sache. Das Problem ist, das Gute ist auch, ich habe ihnen noch nie so viele Leben geraubt. Das nächste Problem ist, deine Tränke sind bald leer. Ja, genau, das nächste Problem ist, ich bin trotzdem noch weit davon entfernt, sie umzubringen. Ja, das ist das andere Problem. Komm nur. Ach, kannst du nicht einfach 100 Tränke kaufen? Nee, ich bekomme eben nur maximal 10 Tränke mit. Ach so, das ist dann doof. Blitze werden auch schon nach mir geschmissen. Die kann ich eben... Oh! Hast du das gesehen? Aua. Der hat sich zwischen den Beinen von... Und noch einmal nachgeschlagen. Ja, und der hat sich zwischen den Beinen vom Ornstein... vom Smurf hat er sich einfach mal so durchgezappt. Mm. Auch nicht fair, meiner Meinung nach. Gut, ach komm, heute machen wir wieder ein bisschen einen extra langen Part. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Ich sag nur schon, wenn ich meinem Publikum nur den Kampf gegen Ornstein und Smurf vorsetzen kann, dann kann ich das auch extra lange machen. Dann müsst ihr extra lange leiden. Oder ihr schaut weg. Obwohl, dann werdet ihr nicht erfahren, ob ich es in dieser Runde schaffen werde, den beiden endlich mal den Arsch zu versohlen. Bum, bum. Und sonst müssen wir... nochmal das ganze Level bereisen, um extrem viele Dämonen-TNT zu sammeln und damit das Quillern Furien-Schwert auf was weiß ich was für ein Level zu pimpen. Und danach gehen wir nochmal extra viel Seelen sammeln, damit ich ein Level abkriegen kann, damit die Attribute erhöht werden und damit das Quillern Furien-Schwert bessere Skalierungen bekommt. Autsch, das klingt nach einem sehr, 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 sehr zeitaufreibenden Plan.
Ja, das klingt nach etwas, das man im Rollenspielgenre Farmen nennt. Ja, ist mir bekannt als WoW-Spieler. Leider. Und wenn ich Dämon, jetzt muss ich überlegen, wenn ich Dämon-TNT sammeln möchte, dann habe ich einen, den ich hier in Arnor Londor kriegen kann. Der ist sogar eigentlich relativ nahe. Ach komm, schlag doch schon zu. Dann bist du wenigstens beschäftigt. Nein. Einen kriege ich hier, damit könnte ich das Schwert schon mal auf noch eine Stufe höher verbessern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, ich brauche im Moment nur noch einen. Nein, ich glaube, ich brauche zwei. Ja, das ist schlecht. Was? Dämon-Tiantit für die nächste Ich glaube, Verbesserung. du brauchst zwei, Ja, eben, wenn ich es richtig gesehen habe. ich glaube auch, ich brauche zwei. Was das Ganze wieder recht sinnlos macht. Und die anderen, die würde ich dann in Sens Festung unten im Sumpf bekommen. Na, ganz toll. Sümpfe. Ja, also wo ich dann auch sehr wahrscheinlich sterben werde. Aber das heißt, wenn ich dort Timuntiantit farmen gehe, dann. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden machen wir denn Dicken? Oh, der Dicke haut vor uns ab. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es doch mal sinnvoller, den Dicken kaputt zu machen und dann mal weiter schauen, ob du den Ornstein immer noch gebacken kriegst, wenn er alleine ist. Ich glaube eben das Problem, wenn man den Ornstein nahe. Oh Gott, das ist eine Wand da hinten. Das Problem am Ornstein alleine ist, dass all seine Schläge nachher durch mein Schild durchdringen, zu einem gewissen Grad. Was heißt, ich kann ihn nicht mal mehr blocken. Und beim Smurf, der so langsam ist, ist Blocken sowieso eine scheiß Idee. Und der Dann kriegt ist es auch. doch eh egal, wer stirbt. Nein, und bei das. Nein, ich meine damit eigentlich, dass man. Egal, ob man den Smurf zuerst oder zuletzt macht, von dem willst du einfach nicht getroffen werden. Und vom Ornstein kann ich jetzt die Attacken noch blocken. Danach aber nicht mehr. Was heißt, ich habe entweder einen langsamen Gegner, von dem ich in beiden Formen nicht getroffen werden möchte. Oder einen schnellen Krieger, der in der ersten Form noch blockbar ist, aber in der zweiten nicht mehr. Also würde ich sagen, es wäre besser, wenn ich den Ornstein jetzt erledige, weil der Smurf im Nachhinein nicht mehr so das große Problem ist wie der Ornstein im Nachhinein. Na, hoffentlich. Weil der Ornstein, der hat nur ein paar Attacken, die ich nicht blocken kann. Und die Attacken vom Smurf, die werden nachher auch unblockbar. Aber die sind auch jetzt schon sozusagen nicht zum Blocken empfohlen, sondern eher zum Ausweichen. Ich würde halt wirklich gerne mit Magie nach ihnen werfen, aber. Ja, jetzt habe ich es gar getroffen. Macht nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Aber es macht doch schon mal ein bisschen was. Ja, aber das reicht mir nicht. Ich kann die Magie nur viermal einsetzen. Ja klar, aber wenn du zwischendurch, gerade wenn du so einer gerade Luftlinie zu denen stehst, Magie einsetzt, dann hilft Dann es doch mehr, wie wenn du gar nichts machst. Ja, das sehe ich jetzt ein beim Smurf, wo ich weiß, wann er. Dass er nicht so schnell angreift. Aber in der Zeit, die ich brauche, um Magie zu wirken, hat mich der Ornstein schon 3000 Mal aufgespießt. Aber vielleicht könntest du den Smurf ein bisschen unter Kontrolle halten. Ich weiß ja nicht. Nein, die Magie lässt ihn eben nicht staggern, das ist das Problem. Verdammt. Aber ich sehe gerade, der Kampf, so wie ich ihn jetzt führe, sieht recht gut für mich aus. Ich habe erst einen Trank gebraucht, habe noch volle Leben, während der Ornstein schon etwa ein Drittel. Ja, ich sage jetzt mal ein Drittel bis ein Viertel seiner Leben verloren hat. Jetzt bald die Hälfte. Jetzt bald die Hälfte. Ich sehe das ja nicht so richtig. Ja. Aber jetzt hat er dann bald mal die Hälfte. Vielleicht noch zwei, Yay! drei Schläge, dann hat er die Hälfte. Und dann wird, wie gesagt, der Kampf auch um einiges einfacher. Wenn ich's. Oh, ja. Jetzt hat er bald die Hälfte. Gott sei Dank. Und Jetzt sind wir schon so mal wie es. weiter wieder vor und Genau, schneller wieder vor. so wie es jetzt aussieht, sieht's gut aus. Nicht zu früh loben. Ja, den Tag nicht vor dem Abend loben, aber man kann schon mal eine Einschätzung machen. Hast du gesehen, wie er jetzt den Speer nach oben gezogen hat? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Greifangriff, mit dem würde er mich beim Speer aufspießen und dann stehe ich dem Smurf frei, um mit dem Hammer eins drüber zu knallen, während ich auf dem Speer aufgespießt bin. Aber ich kann mich irren. Oder nein, es ist. Nein, ich glaube, das ist, wenn man den Ornstein
leben lässt, dann kann er die Angriff, dass er dich aufspießt und dann auf dem Speer mit Blitzen grillt. Autsch. Klingt nicht nett, nein. Also nochmal ein Grund, warum ich es vielleicht nicht gegen Ornstein aufnehmen möchte in der zweiten Runde. Ja, ich bin recht gut darin im Moment, muss ich zugeben. Den, Go, go, go. Ah ja, das sieht doch mal nett aus. Oh, da kam der Smurf von hinten. Das nicht mehr. Ja, ja, ich habe immer noch meine Tränke und der Smurf ist wieder... Jetzt könntest du Magie einsetzen. Der hat gerade überhaupt nichts gemacht, der Ornstein. Ja, aber ich wollte mich lieber heilen. Ja, okay. Ja, jetzt... Ah! Nicht nee, jetzt Achtung! Ja, ich muss jetzt... Ich sehe den... Ah, dort hinten ist das Morph. Gut. Ich wollte gerade sagen, der Dicke rennt in irgendeiner Ecke rum gerade. Ich glaube, der ist gerade gegen die Wand gerannt. Oh! Oh, nein! Gott! Ah, Mann, ey! Oh Gott, ich kann nicht mehr blocken. Und der Smurf ist zu nah. Renn! Renn! Achtung! Da bin ich nochmal gut ausgewichen. Oh Gott sei Dank. Aber jetzt gehen mir schon wieder die Tränke ein bisschen gegen Ende. Aber wie gesagt, sobald ich den Ornstein hinter mir habe. Hier ist ja nur noch jetzt ein Drittel. Ein Drittel, wow. Drittel. Ein, hast du das gesehen? Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Bitte nicht sterben, bitte jetzt nicht sterben. Renn. Einfach oh jetzt Gott. Nur noch um dein Leben. Ich habe jetzt drei Tränke gebraucht, nur um diese Attackenslave zu überleben. Ach du Scheiße, hast du noch einen Trank, kein, das weißt du? Keine. Du hast gar keinen Trank. Scheiße. Ja, jetzt sieht's wiederum sehr düster aus. Die haben mich jetzt gerade schön gegangbankt. Gott, ey. Ey, guck mal, wie wenig Leben der Ornstein noch hat. Ja, ich sehe es. Das Problem ist, der Ornstein kommt auch wieder, wenn ich jetzt verliere gegen den Smurf. Was heißt, jetzt, ab jetzt sollte ich eigentlich keine Leben mehr verlieren? Das klappt ja prima. Nicht. Ach, ach Gott, du hast keine Ausdauer mehr. Ja, ich sehe es auch. Und ich habe auch keine Leben mehr. Doch, hast du noch. Ja, ich ein bisschen jetzt, hast du noch. Ich, damit kann ich nicht mal mehr richtig den Ornstein blocken. Oh nein. Achtung. Gott, das war so... Shit, shit, mein shit, Herz schlägt shit. Mir momentan ein bisschen im Hals. Einzigste Möglichkeit... Oh, ist siehst du das? Der hat sich gerade von der Seite hineingebiebt. Er hat da, ich hab's gesehen. Und noch mit dem Hammer drauf schlagen. Na, das sind mir die Liebsten. Solche Waffen haben wir gern. Gut, ja, dann war's das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und das letzte Wort hat wieder die Jenny. Das nächste Mal schlagen wir sie wirklich. Das ist mal ein Wort der Anforderung.